Hallöchen da draußen, willkommen zurück hier zu Siedler. So, wir machen weiter, Pause raus. Jawohl. So, findet Halias. Halias. Okay, im letzten Part haben wir den Prolog angefangen und wir werden es jetzt hier fortsetzen. Wir haben hier schon eine stattliche Armee und müssen warten bis zum Winter. Wann der eintrifft? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir müssen jetzt halt einfach mal abwarten. Aha. Erforschen jetzt mal alles. Also Alchemie müssen wir jetzt... Schwefel. Es fehlt Schwefel. Wir brauchen Schwefel um Schwefel. Natürlich, klar. Okay, wo kriegen wir Schwefel her? Eisenstein. Hey, wo gibt es denn hier Schwefel? Das ist eine Ziegelhütte. Die erforschen hier Ziegel. Und dadurch bekomme ich mehr. Die brennen das. Da können wir mal zugucken. Kurz. Seht ihr? Ist ja geil, wa? Das ist cool. Er brennt das dann. Er formt es und er brennt es. So funktioniert das. Cool. Finde ich schön gemacht, schön animiert. Hat was. Und dadurch produzieren die natürlich dann auch etwas. So. Jetzt aber... Schwefel. Das ist Lehm. Lehm. Das ist Eisen, Stein. Schwefel. Wo bekommt man Schwefel her? Mentor? Wo ist er? Was? Hilfe, der Mentor steht euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Klickt hier, um Informationen über markierte Objekte oder solche allgemeinen Art zu erhalten. Dafür habt ihr nicht genug Schwefel. Ich will wissen, wo man Schwefel bekommt. Woher kriege ich Schwefel? Schwefel! Vielleicht, ja, wir müssen vielleicht nochmal einen rausschicken zum Schwefel. Suchen wir den Grammatik hier. Wird gemacht. Vielleicht gibt es ja irgendwo Schwefel. Stein? Wird gemacht. Stone. Also ich finde hier alles außer Schwefel. Oh mein Gott. Wo ist das? Schwefel. Also er weist auch immer darauf hin, wenn es Zahltag gibt, dass wir es auch gleich wissen. Ist auch gut so. So soll es sein. Wir brauchen Geld. Wird gemacht. Geld ist wichtig. Sichert uns das Überleben. Eisenschacht. Oh, hier ist Eisenschacht. Schön. Jetzt sollte ich nur noch eine Schwefelgrube finden. Mein Bestes. Oder sowas. Wird gemacht. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht. Jawohl. Bis jetzt sind auch keine Feinde da. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendwie großartig was kommen wird. Steine. Euer Wunsch ist mir Befehl. Schwefel, da ist es. Also es sind auch solche Schächte. Jawohl. Aber brutal, voller Krater hier, ne? Gemacht. Ja klar. Das kann ich. In Ordnung. Also schicken wir die zurück. In Ordnung. Und schicken ein paar Leibeigene hin, um eine Schwefelgrube zu bauen. Wenn man es schon dürfen. Das ist eigentlich hier Mine. Mine einfach hier errichten. Na gut. Okay, und sie kommen. Schneller laufen lassen kann man sie nicht, ne? Dann sollten wir noch ein paar haben, die vielleicht... Wo sind jetzt die, wo hier Holz gehackt haben? Hier. Ja. Ihr solltet vielleicht... Ja. Vielleicht noch einen Bauernhof basteln. Irgendwo hin, vielleicht da unten. Dass die auch was zu wohnen haben, aber ne? Gern. So, Schwefelkrone wird erbaut. Da haben wir dann Platz wieder für ein paar und natürlich brauchen wir wieder ein paar Zimmer. Können wir gerade mal einen abzwacken hier. Wohnhaus noch basteln. Guck mal hier, oh, man kann es direkt hier reinbauen. Das ist schön. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Sehr schön. Was anderes möchte ich auch eigentlich gar nicht hören. Wir bauen das natürlich auch gleich wieder aus hier unten. Fertig, Meister. Ja, bitte mal helfen.
Kommt da schon Arbeiter? Jawohl. Bergmänner, sehr schön. Alle eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Na gut. Kein Problem, ist gleich soweit. So. Es ist nur einer, wo nichts zu essen bekommen kann. Das bauen wir auch gleich aus. Aber gell? So, dann kommt ihr wieder raus hier. Natürlich. Muss ich jetzt nochmal einen Bauernhof basteln, aber oder was? Wenn ja, wir sonst. Denn sein muss. Sonst bekommen die nichts zu essen. Bauen wir noch einen. Wo machen wir den am besten hin? Oh je. Das auch nicht. Vielleicht hier irgendwo. Komm, den können wir auch eigentlich gleich mal hier hin basteln. Da müssen wir eh Steinbruch, ne? Dürfen wir hier auch einen Minen? Ja, da dürfen wir auch einen Steinbruch reinbauen. Ausbau fertig. So. Nein, ach, geht doch nicht. Wie, geht nicht? Geht nicht, gibt's nicht. Aber gern. Immer diese untätigen Arbeitskräfte. Ich hab getan, was ihr wolltet. So, dann tun wir sie wieder hoch, hier zum Holzfällen. Ja, ja. Wie ist das eigentlich mit dem Holz? Wächst das wieder nach, oder? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt haben sie alle Essen und Trinken. Aber gern. Und den Rest schicken wir wieder zurück zum Arbeiten, Malochen. Wobei, wir brauchen noch Eisen. Warte mal, wir brauchen ein paar Eisen abbauen. Stein. Dort ist Eisen, die können das ein bisschen abwirtschaften hier. So, sehr schön. Wohnhäuser sind genug da. Gut. Und natürlich auch Bauernhöfe. Und natürlich gibt es jetzt auch den Schwefel. Sehr gut. Baut alles ab. Sieht ja interessant aus. Das kann man auch irgendwann mal upgraden. Zahnräder brauchen wir da. Mhm. Okay. Die gehen hier mehr pennen wie alles andere, ey. Bauer. Was macht jetzt der Bauer? Ach, der sorgt jetzt für Essen, oder wie ist das? Was macht der? Weil das mit dem Essen, das... Ich glaube, das wird alles alleine erledigt, ne? Da brauchen wir gar nichts machen. Bauernhof. Ah ja gut, der versorgt sie dann. Der geht von Hof zu Hof und macht das. So. Also. Gut. Auch erledigt. Brauchen wir eigentlich nur noch so eine Eisengrube dann irgendwann? Stein und Eisen. Können wir eigentlich auch gleich machen. Packen wir uns hier gerade mal einen ab. Ja. Wir haben nicht viel Holz, ne? Das ist ein bisschen wenig. Natürlich. Hier mal eine Eisenmine, eine Steinmine bauen und der andere, noch ein anderer soll hier gleich mal einen Eisenschacht bauen. Wenn's denn sein, ja, so kommen wir, glaube ich, gut klar, ne? Macht schon Spaß. Ist jetzt zwar ein bisschen anders. Also man kann es jetzt nicht mit den anderen Siedlern vergleichen, die ich jetzt schon gespielt habe. Könnt ihr auch die Let's Plays dazu anschauen, falls ihr jetzt erst auf meinen Kanal geschaltet habt. Siedler 1 mit über 500 Parts. Siedler 2 mit auch über 200 Parts, was glaube ich. Ich bin mal gespannt, wie lange ich für den Teil hier brauche. Und ich habe schon im letzten Part erwähnt, dass ich leider die Siedler 3 und 4 nicht spielen kann, da sie unter Windows 7 64-Bit überhaupt nicht unterstützt werden. Ich kriege es gar nicht installiert. Geht gar nichts, kommt keine Fehlermeldung, nichts. Da kommt gar nichts einfach. Das Installationsmenü geht nicht mal auf. Ich habe schon viele, viele Sachen probiert im Internet. Einen ganzen Tag habe ich gebraucht und habe nichts zustande gekriegt. Ich habe sogar einen alten XP-Rechner aufgebaut mit 35 GB Festplatte drin. Ich muss einfach mal nochmal einen XP-Rechner kaufen, wo ein bisschen mehr Power hat und ein bisschen mehr Festplatte und dann mal versuchen, ob ich es dann aufgenommen bekomme. Sorry. So, die Steingrube ist dann bald fertig.
Und die Eisengrube auch. Ich habe jetzt hier nur einen Leibeigenen hingeschickt, weil ich wollte mal schauen, wie lange geht's denn eigentlich zum das Bauen, und es geht von der Zeit her. So, jetzt mal schauen, was wir wieder brauchen. Wohnhaus, so wie es aussieht. Ja. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Oh. Wir haben zu wenig Holz. Ja. Scheiße. Mal gucken, dass wir wieder Holz bekommen. Ja. Fertig. Huch. Sollen wir vielleicht nochmal ein, zwei Leibeigene holen? Ne, ausbauen wollen sie mal jetzt hier nicht. Wir wollen Leibeigene. Eins, zwei. Kann ich dann jetzt gehen? Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So, die schicken wir gleich mal. Produzieren nicht genug Essen. Ja, ich weiß, ich brauche Holz. Ohne Holz geht nichts, ne? Ja, das mit dem Holz ist so eine Sache, ne? Okay, also jetzt geht es ein bisschen schneller. Jetzt kommt auch ein bisschen was rein. Also wir müssen ein bisschen mehr Holzfäller auf jeden Fall hin. So, jetzt brauchen wir Wohnhaus, brauchen wir, und einen Bauernhof. Kostet beides auch wieder ziemlich viel Holz. Ist jetzt aber nicht schlimm. Ja. Machen wir gerade mal ein kleines Wohnhaus hin. Ja, die müssen auch ziemlich weit laufen, wenn sie in den Bauernhof wollen, ne? Und Schwefel sieht gut aus. Wir haben genug Schwefel, um die Alchemie. Benötigt Alchemie Festung. Um die Alchemie jetzt zu erkunden. Für die Festung, was brauchen wir? Taler, Lehm, Stein. Perfekt. Bauen wir mal die Festung noch aus. Dass wir noch ein bisschen stärker werden. Eisengrube. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch Mängel kriegen können. Also sprich Steinmängel und Eisenmängel, weil wie mit den Ziegeln, die brauchen hier in der Nähe so eine Lehmgrube. Ich weiß nicht, ob die dann das auch trotzdem fördern können, auch wenn die Lehmgrube dann zu ist. Das ist gerade die Frage, die ich für mich offen halte. Das ist noch ganz... Ja, weil irgendwann mal werden die 10.000 auch verbraucht sein und dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Die Forschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Wobei unsere Rohstoffe eigentlich jetzt ziemlich schnell hochgehen, bis auf Holz. Das geht ein bisschen. Fertig, Meister. Kein Problem. So, die neue Technologie haben wir. Was ist das? Es gibt so wenig Betten in eurem Reich. Schießplatz, Kanone, Gießerei, Stall. Aha. Bank, Wetterturm, Wetterkraftwerk, was macht das? Wetterwechsel, dessen Freischaltung, Vorbereitung des Wetterwechsels, dessen Freischaltung. Also ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, bis der Winter kommt. Ausbau abgeschlossen. So, jetzt kriegen wir die Zahnrad. Das ist gut, weil wir müssen nämlich dann gucken, dass wir... Oh, ist die Festung ausgebaut? Ja. Sehr schön, weil dann können wir nämlich die ganzen Bauernhöfe ausbauen. Architektur brauchen wir dann noch. Ich glaube, das war drunter, oder? Ich weiß es nicht. Machen wir erstmal Zahnrad und dann können wir das alles soweit machen. Da kriegen wir auch die Bauernhöfe größer. Und die kriegen dann genug zu fressen. Seht ihr, weil wie das hier zum Beispiel. Das ist ja ziemlich schnell abgebaut hier, ne? Oh, das ist ein schönes Wohnhaus. Mitten am Wasserfall. Meine Fresse. Die müssen ja arbeiten. Das ist nur so knallt jetzt. Oder wir können das Sache mit Steuern noch machen. Dass wir vielleicht über die Steuern noch ein bisschen mehr Kohle kriegen, ne? Also, ich meine, Material kaufen. Über die Steuern. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Gut. Wie lange geht das hier noch? Oh je. Yeah. Geht noch ein bisschen. So. Eisengrube.
Komm schon. Die Erforschung geht schon ziemlich lang. Wir können es auch mal offen lassen, das Fenster. Ich habe ja gedacht, dass wir vielleicht mal Geldmangel kriegen, aber das scheint ja bis jetzt noch nicht so zu sein. Ich denke mal, wenn wir mal genügend Anführer haben hier, dann wird's heftig. Okay, nicht verfolgen, Position halten, angreifen. Angreifen, aber nicht verfolgen, das ist gut, das lassen wir auch drin. Mit der Kriegsführung und so müssen wir natürlich auch noch ein bisschen gucken, wie das alles funktioniert. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Flaschenzug. Oh, bis Architektur geht es aber noch eine Weile. Jetzt ziehen wir erstmal die Bauernhöfe hoch. Das kostet nämlich nur 50 Holz, das geht dann. Oh, wir bauen alles. Stein 300, haben wir noch ein bisschen wenig. Ihr braucht mehr Steine. Oh, mehr Steine. Die Steingrube fördert zu wenig Stein. Echt jetzt? Steinmetzhütte. Versuchen wir vielleicht mit der hier ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Wir müssen halt hier irgendwo dorthin machen, wo hier noch ein bisschen Stein ist. Vielleicht etwas. Na komm schon! Los! Ich will es nicht mit in den Weg, ich will es. Hier. Aber gern. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Es gibt nicht genug zu essen. Ausbau vollbracht. Abwarten. Gibt gleich. 100 Stein. Haben wir gleich. Geht halt ein bisschen. Wir könnten sie als Überstunden machen lassen, aber das mögen sie nicht. Ihr seid faule Hunde. Arbeitet schneller. Los. Klar. Kommt schon. Jetzt wird wieder gefördert. Einer kriegt nichts zu essen. Ich habe Hunger. Aber das alle Bauernhöfe sind schon voll. Warte, gleich kriegst du Essen. So, jetzt. Bauernhof-Ausbau. Da ist, glaube ich, Platz für ein normal oder zwei mehr, ne? Dann müsste man auch hier eine Schwefelhütte hinbauen können oder so. Oh. Ja, da kann man dann ein paar mehr reinstecken in den Bauernhof. Fertig. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Wird auch Zeit, Steinmetz her. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Kommt. Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Das Gebäude ist ausgebaut. Okay, mir fehlt jetzt Stein. Scheiße. Das ist noch ein bisschen gewinnungsbedürftig. Hier so, ne? Die Arbeit. Ja, jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass genug Plätze da sind zum Pennen. Klar, hier haben wir noch was stehen. Die Eisengrube, die haben nichts Eigenes hier stehen. Kein Wohnhaus und nichts. Zahltag. Jetzt gucken wir natürlich, dass wir hier das alles irgendwie hinbekommen. Die haben wir auch schon ausgebaut. Wahnsinn. Mein Gott, sind die verfressen, ey. Die sollen nicht den ganzen Tag schlafen und essen, die sollen arbeiten, wa? Wo sind eigentlich die Lager? Wo holen die das raus? Sind das die Lager? Sind das die Wohnhäuser oder die Mühle oder was? Das würde mich mal echt interessieren. Auf jeden Fall geht es jetzt schneller. Jetzt gehen die erstmal essen, trinken, schlafen und so weiter. So, ausbauen. Bauernhof hochziehen. Ja, versuchen. Oh Mann, wir brauchen mehr Mietwohnungen. Echt, ohne Scheiß. So, tun wir den Leibeigenen vielleicht nochmal
Ah, das ist nur mit Lehm, gut. Da können wir vielleicht hier nochmal irgendein Häuschen hinstellen. Ausbau abgeschlossen. Mal vielleicht hier oben. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja, ja, eure gleich. Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wo ist noch ein Leibeigener hier? 3. Schon mal da. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Es kommt. Keins mehr frei. Kommt. So, wir brauchen noch mal einen. Guck mal her, du arbeitest gerade eh nicht so fauler Sack. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Jo. So, hauen wir nochmal einen Bauernhof hin. Und dann müsste es hoffentlich reichen, dass die einen Platz finden, alle. Klar, gut, die sind unzufrieden. Oh je. Wo sie immer noch grinsen, aber ich denke mal, das kann sich ändern alles. Das ist jetzt vielleicht am Anfang noch so, aber... Haja. So, ist gleich fertig hier. Eisengrube. Da muss ich mal schauen, ob wir da auch noch was hinbauen dürfen. Ja. Hey, der hat sich versteckt. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Hochschule, Bank, der Turm. Alchemie, Schmiede. In der Schmiede wird euer Eisen aufbereitet und somit dessen Menge erhöht. Außerdem könnt ihr Rüstungen und Waffen eurer Soldaten verbessern lassen. Gut, da brauchen wir 300 Holz. Haben wir bald zusammen. Ausbauen. Und nach dem Ausbau müsste es eigentlich dann reichen. Hoffe ich. Ich hab getan, was ihr wolltet. Das bauen wir auch noch aus. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Part wieder. Die zwei Arbeitskräfte werden wir mal darüber stellen. Und jetzt geht ja hier alles seinen Weg. Wird alles schön ausgebaut. Wir machen hier Päuschen. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss.